Hey, hey, GameKit hier. Willkommen zurück. Yo, genau, da sind wir wieder. Der fliegende Busch. Level 30, und das kriegen wir wohl hin, aber sowas von. Finde mich draußen. Ich bringe dir das Fliegen bei, wenn du mir hilfst. Level 30? Fliegen? Wirklich? Heiliges Kanonenrohr. Kanonenrohr. Ja, steht wirklich Kanonenrohr. Lass uns gehen. Level 30? Das ist nicht so hoch, wie ich erwartet habe, ehrlich gesagt. Na, mal schauen. Ah, endlich. Jemand hat meine Quest bemerkt. Hä? Wer hat das gesagt? Ich bin hier unten. Nein! Ein sprechender Busch? Leider ja. Ich kann mich noch ans Fliegen erinnern und daran, so viel mehr zu sein. Aber jetzt bin ich nur noch ein sprechender Busch. Ich habe aber das Gefühl, etwas ganz Besonderes in der Nähe verloren zu haben. Wenn ihr es findet, wird es mir sicherlich dabei helfen, meine Erinnerung wiederzuerlangen. In Ordnung. Bleib, wo du bist, und wir holen es für dich. Es ist nicht gerade so, als ob ich irgendwo hingehen könnte. Na, true story. Wollen wir doch mal schauen. Es ist da drin. Es wird nervenzerfetzend sein, bei all den Monstern dort zu suchen. Beseitige sie erst alle, Katzkollega. Kriegen wir hin. Ja. Das kriegen wir schon hin. So. Jo, das kriegen wir hin. Ich muss mal ganz kurz nochmal meine Tastatur. Ich habe die hier so auf 7:30 gelegt, weil das irgendwie alles nicht so funktioniert, wie ich will. Ich glaube, über kurz oder lang habe ich keine Chance und muss mir einen Boomerarm besorgen. Irgendwie. Das kann nicht wahr sein. Wieso kippelt denn das? So schief ist es doch auch wieder nicht. Oh mein Gott. Okay, warte mal. Es tut mir voll leid. Aber genau wie ich ganz zu Anfang bei einem meiner ersten Aufnahmen gesagt habe, du kriegst alles mit, ob du es willst oder nicht. Oh, guck mal, so geht's. Ich glaube, jetzt habe ich es. Ob es Niesen oder Husten ist, ob es Gespräch mit meiner Katze sind. Ich bin da. Guck mal, wie schön das funktioniert. Das ist eine tolle Sache. Naja, warte mal. Ich habe auch noch das da. Achso, nee, Quatsch. Das wollte ich gar nicht. Das nochmal. Au, geh mal auf jetzt hier. Mal, hatte ich nicht die 4? Doch, na klar, ich habe doch die 4 gedrückt. Was willst du eigentlich von mir? 4. Achso, kein Mana. Ja, gut, okay. Never mind. Ich nix Mana. Und Level 61, das läuft bei uns. Und dann geht's gleich wieder los. Oh, Weißmagier-Robe. Ich kann ja nicht sagen, wie sehr ich das vermisst habe. Ja, nun ist gut. Du musst dich nicht nur verprügeln lassen, mein Schätzchen. Apropos Schätzchen, ich weiß gar nicht, was mein Kater macht. Ich habe den irgendwie voll ignoriert heute. Na egal, ich habe ihn fressen hören. Das ist schon mal viel. Nee, nicht ganz gefressen. So. Oh. Du gräbst einen seltsamen Edelstein aus, der im Boden vergraben lag. Miau! Das muss es sein, nicht? Lass uns zurückflitzen. Ja, warte. Todesbringer. Nice. Also kann natürlich nicht mit der roten Stute konkurrieren, aber... Habe ich schon mal gesagt, dass ich das mega süß finde? Ach, das finde ich hier schon nicht süß. Nee, natürlich nicht. Also die rote Stute ist natürlich das Nonplusultra.
Da, was ich ein bisschen schade finde, ehrlich gesagt, sind, dass diese, na gut, das jetzt nicht, aber dass diese Waffen im Grunde nicht mehr zu upgraden sind. Also vielleicht brauchen wir sie irgendwann noch, aber da ist immer so los. Also ich meine, gut, aber es, naja, vielleicht brauchen wir sie noch. Sowas ähnliches wie beim Schläfer besiegen, dass man das dann irgendwo reinstecken muss, um die Hirten zu zerstören. Oh, guck an. Ich könnte schwören, dass uns jemand beobachtet hat. Du! Das ist des Todes! Oh, das ist schön. Eine mega coole Sache. So, dann haben wir hier was zu lesen. Ein, ja, ja, bla bla. Vor langer Zeit verwüsteten Drachen die Lande. Nur Katzen, die als Drachenblut bezeichnet wurden, konnten sie besiegen. Doch plötzlich verschwanden sie und wurden nie wieder gesehen. Ich glaube, ich habe diese Nachricht schon gesehen. Ja, me too. Me too. Oh mein Gott, ich hab das so hart vermisst. Miau! War hier vorher schon ein Berg? Nee, ich wollte es gerade sagen. Los, Katzkollege, wir müssen einen anderen Weg finden. Luti, ich meine, wir können ja auch über Level 65, interesting. Wir können ja auch hier links, das ist ja jetzt nicht das Thema. Wir sind da ja creative ohne Ende. Der schräge Hüter. Da ist er wieder. Du gibst dem Busch den seltsamen Edelstein. Ah, ich fühle, wie meine Erinnerungen zurückkehren. Die Wolken in meinem Haar, die Sonne auf meinen Flügeln. Es ist wunderbar. Heißt das, du kannst uns jetzt Fliegen beibringen? Nur Geduld. Ich bin letztendlich immer noch ein Busch. Komm später wieder vorbei. Meine Erinnerungen tauchen noch immer auf. Excuse you? Nehmen wir einfach erstmal so hin. So, okay, aber was ich eigentlich sagen wollte, wenn wir, wenn das Level 30 war, wir sind schon Level 60, dann müssten wir langsam, aber wer weiß, der magische Baum. Ja, ja, hau rein. Ein Busch kann nicht gerade viel tun. Ich brauche weitere Hilfe. Kann uns ein sprechender Busch wirklich Fliegen beibringen? Ja. Ich bin mir da auch nicht ganz so sicher. Also, das ist der letzte Lehrmeister, den ich erwartet habe. Weißt du, es fällt mir immer noch schwer zu glauben, dass wir mit einem Busch sprechen. Und ich spreche mit einer Katze. Wer hätte das gedacht? Ich brauche euch, Kätzchen, um diesen Edelstein aufzuladen, den ihr mir gegeben habt. Das ist der letzte Schritt. Miau? Und wo können wir das machen? Ich spüre eine große Macht, die von diesem riesigen Baum in der Windmiaulenstadt herrührt. Und da du nur ein Busch bist, brauchst du unsere Hilfe, nicht wahr? Wir kümmern uns drum. Doch gesagt, mit dem Busch stimmt was nicht. Mit dem Baum. Es ist noch in der letzten Aufnahme, das ist ein Drachenkopf, wenn du mich fragst. Miau, warum sind so viele Katzen hier? Du musst hier neu sein. Wir beten den alten roten Stamm hier an. Funktioniert das wirklich? Es ist ein uralter Baum. Es muss einfach etwas geschehen. Es auszuprobieren wird schon nicht schaden. Na dann. Es passiert nichts. Vielleicht müssen wir was sagen. Oh, mächtiger, großer Kratzbaum. Ich meine Baum. Gib uns etwas von deiner Kraft, um diesen Edelstein zu aktivieren.
Oh crap. Heilige Fellkralle! Es passiert tatsächlich etwas! Oh, Götterkatzen. Wo sind wir? Oh mein Gott. Oh crap. Wir brauchen ihr Fliegen. Das ist die einzige Magie, die uns fehlt. Ich habe die mächtige Magie des Baums angezapft und etwas davon eingefangen. Wir können das Wissen über das Fliegen von ihm extrahieren. Sag den Zauberspruch. Extrahiere es jetzt. Es hat funktioniert. Doch es ist in einem Edelstein kristallisiert. Wie können wir... Nein, kommt nicht näher. Wie kannst du es wagen? Es wird dich zerstören. Nein, hilf mir! Du wirst diesen Edelstein nie zurückbekommen. Ich lasse euch mit mir untergehen. Ohne Flugfähigkeit bleibt ihr hier gefangen. Für immer. Für immer. Versuchte der alte rote Stamm gerade uns etwas zu zeigen? Miau, warte. Schau dir den Edelstein an. Er wurde aufgeladen. Der Edelstein beginnt zu rumpeln. Der Edelstein lädt auf. Vielleicht kann der sprechende Busch ihn ja nun verwenden. Lass ihn zurückspringen. Okay. Da ist schon wieder Magier. Wer bist du? Der Schnurkenmagier schnappt dir den Edelstein weg. Zum Fellknäuel, was? Ihm nach! Aber sowas von... Na jetzt nicht! Ich bin beschäftigt! So, gucken, wie wir dazwischen kommen, ey. Das ist hier nicht das beste Durchgang, ey. Hier, okay. Da. Der Edelstein. Zum Glück habe ich eine gute Nase. Es ist mir gelungen, zwei weitere Spuren zu finden. Wähle den Pfad, den du für den richtigen hältst, Katzkollega. Ja, das könnte ich jetzt so machen, aber ich kann auch einfach gucken. Oh mein Gott. Ich glaube, ich nehme lieber den kürzeren. Aber auf der anderen Seite... Ja, warte, wir gehen den kürzeren und speichern vorher. Ja. Na, wir wurden reingelegt. Es war nur eine weitere Illusion. Sieht so aus, als ob die Schnurkenmagier sich mit den Edelsteinen aus dem Staub gemacht hätten. Verdammt. Lass uns zurückgehen, wenn du dazu bereit bist. Wir müssen unseren nächsten Zug planen. Was? Ich blöde Sache. Au. Hört mal auf, blöde Dinger. Oh Gott. Ihr seid ja ganz schön stark. Das ist wirklich blöd. Gediebstahl.
mir Boden gediebstahlt. Aber kein Problem. Wir machen hier weiter. Der Kult. Der Edelstein ruft nach mir und muss zurückgegeben werden. Wie kann ein Busch all diese Questbenachrichtigungen verteilen? Tja, das frage ich mich auch. Ach, endlich seid ihr zurück. Ich habe gesehen, wo diese schäbigen Magier hingerannt sind. Ha, für einen Busch hast du eine ziemlich gute Beobachtungsgabe. Bald bin ich ja kein Busch mehr. Okay. Er weiß, was der wird. Lass mich. In dieser Höhle? Doch was wollen Schnurkenmagier mit dem Edelstein des Busches anfangen, Maus? Vernichte alle Magier drin, Katzkollege. Keine Gnade. So. Wollen wir natürlich vorher. Hinhauen. Wir gehen natürlich noch vollgeladen da rein. Alles andere wäre Schwachsinn. Da, 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 da. Miau, hier ist nichts. Wir sprechen hier von Magiern. Überprüf die Geheimpfade. Kriege ich hin. Das kriege ich hin. Ja, hier geht's schon los. Ah ja. Ja. Warte mal, ich muss erstmal atmen. Genau. Wir haben ihren Schlupfwinkel gefunden, doch der Edelstein ist auch nicht hier. Lass uns draußen nachschauen. Voller Hut. Und Schädelrüstung. Ist aber noch nicht besser geworden als das, was wir haben. Oder ich meine, wir haben was ziemlich episches. Nee. Das ist schon ziemlich gut. Wirklich auch ein Champion-Schwert. Panzerkeule, da. Knappenaxt. Der Ritter. Der sieht halt so aus, als ob er dazu gehört, aber der kann halt nicht wirklich gegen die Stute anstinken. Ah ja. Das ist hier noch ein anderer Geheimweg. Nein. Okay, dann wieder zurück. Und raus. Nicht mehr ganz so vorwitzig, was? Er hat eine Spur hinterlassen. Sieht so aus, als ob sie über das Wasser führt. Na, den. Warte, da liegt Geld. Da liegt Geld. Achso, haben wir übrigens, apropos Geld, wieder ein bisschen Geld? Naja, nicht wirklich. Nicht wirklich. Das ist alles ganz schön teuer. Das würde noch gehen, aber das benutze ich bisher nicht wirklich. Gold macht alles stärker. Willst du es Schnurrsärker gegen... Da wird sich Gold verbessern? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube schon. Warte erstmal. Magika. Ah. Ach so, ja. Ich erinnere mich. Da wir dann riesig werden. Ja. Schauen wir erstmal. Da muss ich drüber nachdenken. Ich frage mich auch, ob es hier eine Begrenzung gibt, wie hoch ich das leveln kann. Oder ob ich die auch auf Level 100 schieben kann. Ich meine, wir haben hier diese eine Kiste, sage ich schon, eine Höhle gefunden. Gehabt, die. Möglichkeit gibt, Level 200 zu sein, also who knows.